Hallo und einen schönen guten Abend bei Alex TV und dem freien Fernsehen von Aktion Freiheit statt Angst. Wir hatten in den letzten Wochen über sichere Messenger berichtet und auch gezeigt, wie man die installiert. Und da kamen einige Fragen von unseren Zuschauern und Zuhörern, unter anderem eben danach, wie sicher sind Open Source Software überhaupt? Ist das besser als was man, Software, die man kauft? Ja, wie ist das mit den Passwörtern? Wir hatten ja da eine Grafik gezeigt, auf der eben deutlich wurde, dass es nicht mehr ausreicht, eben ein Passwort mit 6 oder 8 Zeichen zu benutzen. Gut, diese Fragen wollen wir heute lösen, und zwar insgesamt 3 Komplexe, nämlich einmal, was ist Open Source? Dann, wie sollte man im Web suchen, möglichst nicht mit Google? Wie kann man seine ganzen Passwörter sich merken? Und ja, auch die anderen Daten, die auf dem Rechner oder auf dem Smartphone sind, sollten natürlich möglichst geschützt sein, wenn man das Gerät verliert und der Finder dann sich über die Datenmenge freut. Das wollen wir ja auch nicht. Beginnen wir also mit Open Source. Quelloffene, nachvollziehbar geprüfte Software von Freiwilligen meist. Das ist eben einer der Nachteile. Also, das Thema sind die Freiwilligen. Tja, das heißt, es finden sich Leute zusammen, die eine Software entwickeln, die gemeinsam prüfen, auch auf die Qualität eben, was der andere so gemacht hat. Warum sollen wir solchen Leuten vertrauen? Nun, die machen das freiwillig und die machen das meistens auch mit dem Gefühl, dass eben die Kaufsoftware, die kommerzielle, eben nicht sicher ist oder zumindest wir nicht wissen, ob sie sicher ist. Nichtsdestotrotz können da natürlich auch Kriminelle mal dabei sein, aber in diesem Verbund der gegenseitigen Prüfung fallen die in der Regel eben ganz schnell hinten runter. Ein Nachteil ist natürlich, dass ehrenamtliche Arbeiten ist eigentlich ja Selbstausbeutung, und das wollen wir natürlich als gewerkschaftlich nahestehende Organisation auch nicht. Also wäre es sinnvoll, dass das eben in Stiftungen passiert. Zum Beispiel Mozilla, also Firefox und Thunderbird-Entwickler, sind eine Stiftung. Nun kann das natürlich auch unterstützt werden durch die Regierung, also die Bundesregierung oder die EU. Es gibt auf EU schon Vereinbarungen, dass man offene Software zu fördern hat. Es passiert leider wenig. So haben wir zum Beispiel in diesem Artikel eben darauf hingewiesen, dass von der Förderung oder die Ausgaben für Software in der Bundesrepublik gehen immer noch zu 99% an die großen 5: GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Da sehen wir ihre Icons, die kennt jeder. Die sollten wir also vermeiden. Was ist nun Open Software? Zum Beispiel Libre oder Open Office, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, der GIMP. Der GIMP ist ein Grafikprogramm, fast so gut wie der Photoshop. Photoshop kostet an die 900 €. Und ja, Microsoft Office kriegt man ja auch nicht umsonst. Und die Lösung, eben Microsoft 365 zu nutzen, was man böserweise eben in den deutschen Schulen vielfach macht, da hat der hessische Datenschutzbeauftragte zum Beispiel ganz klar gesagt, das ist ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, sowas sollte nicht passieren. Passiert in vielen Bundesländern leider immer noch, weil das ist wieder Landessache, dass in Hessen das verboten ist und ich glaube noch in ein, zwei anderen Bundesländern. Schleswig-Holstein müsste dabei sein. Gut, also was sind die Vorteile von Open Source? Jeder kann sich Zugang zu den Quellen verschaffen, also den Programmcode, kann den angucken,
Gut, das wird den meisten nicht viel nützen, aber na, wir können es auch eben an verschiedenen Stellen die zuverlässig geprüfte Software herunterladen. Wir müssen nicht irgendeinen Apple Store oder einen Google Play Store benutzen. Bei jeder kommerziellen Software ist der Code geheim, proprietär heißt das. Und ja, es nützt ja nichts. Die sagen immer, sie müssen das geheim halten, damit es keine Hacker reinsehen können und da eben Hintertüren und Löcher reinbauen. Offensichtlich ist die Software trotzdem nicht sicher und sie wird gehackt. Also wir haben ja beliebige Beispiele, wenn Sie einfach auf unseren Seiten mal suchen nach Datenpannen oder Datenskandale, dann ist also, weiß ich, die Deutsche Bahn, die Post und sonst wer, auch der Fingerabdruck im Ausweis und Pass, die sind alle eben irgendwann gehackt worden. Gut, man kann das Loch dann schließen, aber man hätte es gleich vermeiden können, wenn man sich eben auf freie Software spezialisiert hätte. Gut, also wir wollen auf eine Software nutzen. Gucken wir doch mal, welche da in Frage kommen. Unser zweites Thema ist ja die Auswahl des Webbrowsers, mit dem wir auf dem PC, Laptop oder auf dem Smartphone nach Sachen suchen. Und auch da können wir nur empfehlen, es sollte einer sein, der offene Software benutzt oder aus offener Software entstanden ist. Also zum Beispiel der Mozilla Firefox Browser. Das muss nicht der sein, es gibt auch andere. Opera zum Beispiel oder in den USA sehr verbreitet ist Brave. Hier sehen Sie die Icons dazu. Eine besondere Fähigkeit hat dann noch der Tor-Browser, der eigentlich auch ein Firefox-Browser ist, aber mit dem Zusatz, dass wenn wir eine Webseite aufrufen, dann wird ja unsere IP-Adresse eben der Seite, die wir aufrufen, bekannt gegeben, weil diese Verbindung dahin aufgebaut wird. Wenn wir das über Tor machen, passiert das nicht. Da sehen Sie hier so ein Bild. Wenn wir also das normal tun, gehen wir direkt zu der Webadresse, die wir aufrufen wollen. Dann sieht er, dass wir das sind. Wenn wir das über ein VPN machen, dann geht das über den Anbieter des VPN. Ein VPN ist ein Virtual Private Network. Meistens ist das kostenpflichtig. Umsonst dagegen ist offene Software, der Tor-Browser. Der geht sogar über drei verschiedene Punkte zu unserer Seite, die wir aufrufen. Das heißt, also nur der erste Eingang sieht, wer wir sind. Dann wird das weitergeleitet zum zweiten und zum dritten, vom dritten dann zu unserer Zieladresse. Und bei der Zieladresse haben wir dann die Webseite erreicht, die wird uns übermittelt. Der Anbieter dieser Webseite, der sieht nur der sieht die IP-Adresse von dem letzten Ausgangsknoten. Schön. Damit sind wir unerkannt beim Surfen, was durchaus eine wichtige Sache sein kann. Selbst Bundesbehörden haben ja, also das war, ach ja, hier sehen wir diesen Artikel dazu. Das war ein auch ein Bericht über einen Hack. Und wenn man eben die Webseite beim BKA aufgerufen hat, dann wurden die Adressen der eigenen IP-Adresse gespeichert. Und naja, zumindest zur Ermittlung genutzt. Und das muss ja nicht sein, weil wir haben ja mit dem Hack nun garantiert nichts zu tun. Also Tor nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll. Problem, wir gehen über diese drei Hosts und damit dauert das Ganze ein bisschen länger. Also Videos darüber schauen oder komplexe Webseiten geht, aber es dauert. Gut, das zu den Browsern.
Wir haben hier auf Wikipedia noch eine ganze Liste von freien Browsern, auch für Spezialangebote für Kinder und also mit Datenschutz, dass also die Kinder nicht auf Webseiten kommen, wo sie nicht hin sollen. Hier ist der Link dazu. Die ganze Tabelle ist relativ lang. Gucken Sie selber drauf. Gut, wir sind ja beim Surfen auf Webseiten. Also das Erste, was wir dann tun, wenn wir nicht wissen, wie die Adresse dieser Seite heißt, ist ja, dass wir suchen. Also suchen im Web, natürlich möglichst nicht mit Google. Nun muss man beachten, auch wenn man den Mozilla Firefox installiert hat, gerade runtergeladen und installiert, dann sagt der, dass er mit Google sucht. Es gibt aber weitere andere Suchmaschinen, die man auswählen kann. Also bitte in Einstellungen gehen und eine andere Suchmaschine auswählen. Wenn keine passende dabei ist, dann kann man die auch nachinstallieren. Also alle, die wir jetzt nennen, hier ist so eine Liste, die kann man da auch einstellen. Nee, alle davon nicht. Gut, ja, wir empfehlen immer noch Startpage. Das ist eine Suchmaschine, die in Holland beheimatet ist. Es ist eine Firma, das heißt also, die hat auch wieder einen Vertrag mit Google und lässt bei Google suchen. Und Google gestattet das, weil immer noch 90 oder 99% mit Google suchen, na 99 vielleicht nicht, und dass sie nicht groß, also Google stört sich nicht besonders daran, dass eben da ein paar Leute dann über Startpage suchen, und Startpage gibt eben die persönlichen Daten des Suchenden nicht an Google weiter. Das haben sie versprochen und steht auch in ihren AGBs, und da hoffen wir, dass wir uns darauf auch verlassen können. Andere Möglichkeiten, in Amerika sehr verbreitet, ist DuckDuckGo. Die haben auch Privatsphäre ganz oben auf ihren AGBs und versichern, dass sie also keine persönlichen Daten weitergeben. Dann hier in Europa gibt es Ecosia, eine Suchmaschine, die Werbung mit anzeigt. Dafür eben von den Werbeeinnahmen werden dann Bäume gepflanzt. Also ökologisch sinnvoll, ob man ständig die Werbung sehen möchte, muss man selber entscheiden. Für Suchen auf Wikipedia kann man natürlich auch direkt eine Suchmaschine von Wikipedia einbinden. Jetzt aber eben nicht für allgemeine Sachen. Also solange es um Geschichte oder Historie und weiß ich meinetwegen auch Influencer und sonst was geht, findet man die vielleicht auch auf Wikipedia, aber es ist nicht eine allgemeine Suchmaschine. So, jetzt kommen ein paar spezielle. Wir sehen hier eben Yasi und MetaGer. Das sind verteilte Suchmaschinen. Das heißt also, hier haben wirklich sich Menschen die Mühe gemacht, diesen weltweiten Webindex, den ja auch Google nicht zu 100% erfassen kann, weil sich ja Webseiten ständig ändern, aber eben zu vielleicht 90%. Die verteilten Suchmaschinen haben eben einiges Spezialwissen, aber sicher nicht eben den Leistungsumfang von Startpage oder Google. Gut, Google wollen wir nicht. Yasi und MetaGer kann man auch runterladen und als Suchmaschine benutzen. So, dann kommen wir zurück zu dem dritten Thema, nämlich wie können wir uns Tausende, sagen wir mal Hunderte von Passwörtern merken? Klappt nicht. Also müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Der Lösungsvorschlag, überall das gleiche Passwort zu nehmen, ist der schlechteste, weil wenn es einmal geknackt ist, dann sind alle unsere Webseiten, die wir ansurfen wollen oder wo wir uns anmelden wollen, vielleicht sogar Internetbanking, eben kompromittiert, und
ja, wir können da Identitätsdiebstahl oder sogar eben finanzielle Verluste erleiden. Also müssen wir möglichst unsere Passwörter irgendwo sicher verstauen. Reden wir jetzt zuerst mal nur darüber, wir wollen unsere Passwörter schützen. Wir kommen ja nachher noch zu dem Thema, wie wir vielleicht grundsätzlich unsere Daten verschlüsselt ablegen können. Da gibt es auch wieder Open Source Programme, und zwar wir empfehlen KeePass X. Sieht so aus, die Webseite dazu. Das gibt es nämlich nicht nur für Windows, Mac und Linux, sondern das finden wir auch für Android und iPhone-Smartphones. Es heißt da vielleicht dann ein bisschen anders. Auf dem iPhone heißt es zum Beispiel KeePass DX, aber es ist das Gleiche. Gut, Alternativen sind die beiden anderen darunter noch. Mit denen haben wir uns aber nicht weiter beschäftigt. Und es gibt auch noch weitere, Bitwarden oder Clipper Z. Wir bleiben bei KeePass X. Wenn Sie das hier von der Webseite runterladen, starten Sie es und müssen dann eben sich einen Passwort-Tresor anlegen, also eine Datei, die gut verschlüsselt ist. Und dieses Passwort, was Sie dafür benutzen, für diesen Tresor, das sollte ein gutes sein. Springen wir jetzt kurz nochmal zu den Passwörtern, die wir schon bei den sicheren Messengern mal erwähnt haben. Hier sehen Sie also eine Tabelle, die noch relativ neu ist. Also wir hatten auch eine von 2018. Da hieß es noch irgendwie Passwörter mit 8 oder 10 Zeichen, wenn sie gut gemischt sind mit Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, dann ist das okay. Das gilt nicht mehr, wie Sie hier sehen. Also alles bis zu 10 Zeichen ist innerhalb von wenigen Minuten zu knacken. Das heißt also, unsere Passwörter, also mindestens das Passwort jetzt für diesen Passworttresor, sollte also 14 Zeichen oder länger sein. Gut, wie man Passwörter bildet, gibt es im Netz viele Hinweise. Also eben nicht 1, 2, 3, 4, 5 und auch nicht irgendwie die Folge irgendwelcher Tasten auf dem Keyboard, weil das sind die Sachen, die zuerst getestet werden. Auch nicht das Wort geheim oder mein Passwort. Aber das deutet schon mal in die richtige Richtung. Wir bilden einfach einen Satz, und wenn der nicht so alltäglich ist, also wie eben der Bus kommt gleich, sondern eben vielleicht was Komplizierteres, dann ist das relativ sicher. Und dann kann man auch ohne weiteres eben auch ein Passwort nehmen, was eben dann 16 oder 20 Zeichen hat, weil den Satz, den hat man im Kopf, den darf man auch nicht vergessen, weil sonst sind alle Passwörter, die in dem Tresor gespeichert sind, weg. Gut, wenn wir jetzt das erzeugt haben, diesen Passworttresor, dann können wir da eben weitere Passwörter eintragen. Da steht in der Regel drin, eben wie wir hier sehen, also wie wir das bezeichnen, das ist also nur ein Name für uns. Dann als zweites der Username, mit dem wir uns da anmelden sollen. Das Passwort zweimal zur Vorsicht, wenn wir es eingeben. Da wird auch geprüft, dass eben beide Eingaben identisch sind. Nicht, dass wir uns eben da ein Passwort merken, was dann vielleicht gar nicht das Richtige ist. Und dann gibt es darunter noch die URL, weil meistens sind das ja eben Anmeldungen auf irgendwelchen Webseiten, zu denen wir eben springen müssen. So, und jetzt müssen wir nicht jedes Mal das abschreiben, sondern wir können mit Ctrl-C einfach die Sachen rauskopieren und in die Webseite eintragen. Da gibt es eine Einstellung, dass es irgendwie nach 10 Sekunden wieder verschwindet aus dem Zwischenspeicher. Denn nicht, dass also, wenn irgendwie ein Hacker bei uns gerade vorbeikommt, der sich das Passwort da merken kann. Außer an diesen 10 Sekunden, was aber relativ unwahrscheinlich ist. Nehmen wir mal an, dass wir nicht ständig gehackt werden. Gut, und dann war es das auch schon. Wir können da drin auch Ordner anlegen und sagen eben, das sind meine Passwörter fürs Banking, das sind meine Passwörter für Spiele und weiß ich was. Gut,
Das zum Passwort Tresor. Ich nehme an, dass die beiden anderen, die hier noch genannt waren, Bitwarden und Clippers, ähnlich funktionieren. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ein wirklich gutes Passwort schützt all unsere anderen Passwörter. Gut, Sie sollten dann von dieser Datei auf jeden Fall ein Backup haben oder mehrere, damit eben dann nicht aus Versehen irgendwann mal bei einer Plattencrash eben alles verloren ist. Das wollen wir ja vermeiden. Jetzt haben wir uns also eben mit einem Passworttresor beschäftigt, also einer verschlüsselten Datei. Da fragt sich man sich natürlich, warum nicht einfach alles, was wir auf dem Rechner haben, verschlüsseln? Kann man machen. Man kann sogar das Betriebssystem mit verschlüsseln. Dann muss man beim Start des Rechners eben dieses Superpasswort angeben und dann wird der Rechner, die Festplatte entschlüsselt und das Betriebssystem startet. So weit wollen wir nicht gehen. Wir wollen auch nicht irgendwelche Partitionen oder ja, die Hälfte unseres Rechners verschlüsseln, aber wir wollen mal ja, alle unsere persönlichen Daten zum Beispiel, das können eben durchaus 3 oder 5 GB sein, die wollen wir gerne verschlüsselt halten. Ja, wie machen wir das? Es gibt wieder mal Open Source Programme. Und zwar haben wir uns jetzt hier, das sind nicht drei, sondern es ist eigentlich nur eins. Das Programm TrueCrypt hat das in den 2000 bis 2010er Jahren eben sehr schön gemacht. Irgendwann mit der Version 7.1, glaube ich, ja, 7.1 war es, haben die dann plötzlich aufgehört zu arbeiten. Also, wie gesagt, auch alles Open Source. Und zwar war das Gerücht, dass eben da irgendwie Hintertürchen eingebaut werden in der Version nach 7.1. Also 7.1 ist noch sicher, aber die haben eben selbst darauf hingewiesen, nutzt keine Nachfolgeversionen von TrueCrypt mit der Version, die größer ist als 7.1. Dann haben sich Open Source Entwickler in Frankreich die Software von 7.1 geschnappt und haben Kamania, ist ja Open Source, haben die dann in Frankreich weiterentwickelt unter dem Namen VeraCrypt. Und das ist immer noch Stand der Technik. Auch selbst das BSI hat eben VeraCrypt geprüft und hat festgestellt, es ist keine Hintertür vorhanden und es ist ein gut funktionierendes, sicheres Programm. Gut, wenn man jetzt eben nicht auf dem, also das gibt es für Windows, Linux, Mac, aber wenn man das eben auf dem Smartphone benutzen möchte, dann heißt es für Android EDS Lite. Ob es eine entsprechende Version für iPhone gibt, weiß ich jetzt nicht. Schauen Sie mal nach. Hier, wenn wir das erfahren, tragen wir das gerne an der Stelle hier nach. So, das heißt also, wir können jetzt VeraCrypt oder in dem Falle ist es noch TrueCrypt, weil ich immer noch bei der Version 7.1 bin, die sicher ist. Aber wenn Sie jetzt neu installieren, gehen Sie zu VeraCrypt. Die gibt es zum Beispiel auch auf heise.de. Also Sie müssen nicht bei der Quelle selbst das runterladen. So, was können wir damit machen? Wir wollen also eine große Datei anlegen von ja, einigen Gigabyte durchaus und die wird verschlüsselt und dann können wir unsere Daten da einfach reinschieben. Wir können diese Datei benutzen wie ein Laufwerk. Das heißt also, wir kennen es ja vom Rechner, dass dann einfach, wenn man einen USB-Stick reinstecken, die kann übrigens auch auf einem USB-Stick sein. Der ist vielleicht ein bisschen langsam, kommt drauf an. Oder auf einer SD-Karte, da gibt es ja dann Qualitätsunterschiede, die schnellere Karten. Also es sollte eben uns ja nicht behindern beim Arbeiten, weil wir dann eben da Daten reinschieben, rausziehen. Aber erstmal gehen wir davon aus, wir machen es auf der Festplatte, ist aber völlig wurscht. Wenn wir das Programm starten, dann, ja, dann müssen wir zuerst eben diese Datei irgendwo anlegen, müssen also sagen, wo ist die?
Die kann also mehrere Gigabyte groß sein. Wir müssen nur den Plattenplatz dafür haben. So, dann, also wir haben das Programm schon installiert und gestartet. Dann haben wir noch kein Volume, also kein Laufwerk zur Verfügung, weil wir das erstmal einrichten müssen. Das machen wir mit dem Befehl Create Volume und dann will der von uns einige Sachen wissen. Also zum Beispiel eben, welche Art von Verschlüsselung er nehmen soll. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das, was da angegeben ist, Stand der Technik ist. Man kann sich die anderen angucken, aber es macht für den Nutzer keinen Unterschied, weil wir danach nie wieder gefragt werden. Nur wenn also irgendwann mal eben in den Zeitungen steht, eben weiß ich hier, AES oder RSA ist gehackt worden und ist nicht mehr sicher, dann sollte man diesen Tresor durch einen neuen ersetzen und die Daten rüberschaufeln. Aber bisher sind alle die angegebenen Verfahren verlässlich, das heißt, wir können es einfach so stehen lassen. Als nächstes werden wir gefragt, wie groß soll unser Volume sein? Dann können wir das da in Megabyte oder in Gigabyte angeben. Dann kommt wieder Entschuldigung, das gleiche Problem wie bei unserem KeePass X. Wir müssen für dieses Volume natürlich ein gutes Passwort erzeugen. Gut, wir können sagen, es ist uns wurscht und wir packen das ja dann in den Passworttresor. Sollte man nicht machen, weil wenn eben diese Festplatte oder dieses Smartphone irgendwann mal in fremde Hände kommt und jemand hat da beliebig viel Zeit daran rumzuwursteln und Passwörter zu raten, dann sind wir unserer Daten eben nicht mehr sicher. Also wäre schon gut, auch hier ein gutes Passwort von eben 16 oder mehr Zeichen zu verwenden, also irgendein Satz. Man wird auch darauf hingewiesen, wenn man das hier mit 8 Zeichen versucht, dass das nicht mehr Stand der Technik sein sollte und dass man sich Mühe geben sollte, ein anderes Passwort zu finden. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann wird dieses Volume erzeugt. Das dauert ein bisschen und anschließend können wir eben, also gehen aus diesem Installationsprogramm jetzt raus und rufen das VeraCrypt einfach so auf. Und dann sehen wir eben das Feld für Volume, also das Dateifeld, wo wir angeben können, wo unsere Daten sind. Die tragen wir da ein und dann müssen wir das mounten, also verfügbar machen, dass es eben bei uns auf dem Desktop oder sonst wo im Dateisystem erscheint. Dazu müssen wir dann eben unser schönes langes Passwort angeben. Und jetzt werden wir danach gleich nochmal gefragt nach dem Passwort. Wo kommt das jetzt wieder her? Das ist ja schon langsam wieder was Ihnen wahrscheinlich nicht auf Anhieb gefällt. Das ist das Admin-Passwort. Das ist das Windows-Passwort oder bei Linux das Admin-Passwort, beim Mac entsprechend. Und auf dem Handy weiß ich gar nicht, was da passiert. Da habe ich noch kein Volume angelegt, nur welche benutzt. Gut, also das ist dann entweder Ihre Apple-ID oder Ihr Android-Zugang. Und zwar, weil diese Datei wird entschlüsselt und als Laufwerk eben dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt. Und das kann natürlich nicht passieren, ohne dass man die Rechte eben eines Administrators hat. Das heißt also, hier muss einmalig eben nochmal das Admin-Passwort angegeben werden und dann war es das. Dann erscheint eben auf dem Desktop oder im Dateisystem das Volume und dann kann man das benutzen wie eben eine Festplatte oder einen USB-Stick. Ja, dann ist alles fertig. Das bleibt in der Regel dann auch da und man hat entweder in der Taskleiste oben und da zum Beispiel sehen Sie das TrueCrypt-Icon, das blaue, dann
ist das von da aus jederzeit zugreifbar. Das heißt, ich kann einfach da drauf drücken und dann habe ich mein Fenster wieder und kann sagen, schmeiß das wieder weg, also dismount, wenn ich mehrere solche Laufwerke habe, dismount all und dann sind die weg. Und das war's.